Ja, hallo ihr Lieben, Christian Mischermeier, Paterfall, Beziehungscoach, Psychologe und heute mal so ein richtig deepes Thema. Und zwar reden wir über die Verlobung von Mike Heiter und seiner Layla, die wahrscheinlich viel überrascht haben dürfte, weil die nämlich, falls es jemand nicht gesehen haben sollte, bei Sat.1 im Promi Big Brother Container stattgefunden hat. Also ich würde sagen, das ist so ungefähr der romantischste Ort, den ich mir jetzt persönlich vorstellen könnte. Es ist vielleicht nur noch, weiß ich nicht, getoppt von, keine Ahnung, irgendwie in einer Eisenhütte sich verloben oder, keine Ahnung, im Bergwerk, obwohl das ist wahrscheinlich noch, mir fällt eigentlich gar nichts Schlimmeres ein, naja, egal. Aber natürlich guter Coup von Sat.1, die das diese ganzen Sachen da irgendwie bereitgestellt haben und dann gesagt haben, willst du das jetzt machen? Natürlich, wir wissen es immer nicht, vielleicht war es auch abgesprochen, aber wirkte scheinbar jetzt nicht so unbedingt so. Und wir wollen mal, also erstmal wünsche ich natürlich wirklich, ich finde die, ich ganz persönlich finde vor allen Dingen Mike sehr sympathisch, aber Layla eigentlich auch. Und wie gesagt, wir haben eigentlich ein schönes Paar, soweit man das jetzt sehen kann mit Abstrichen, aber da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Aber ob das jetzt eine gute Idee ist, das wollen wir uns mal natürlich auch ein bisschen über diesen konkreten Fall mal hinausgehen. Ist das eine gute Idee, sich nach wenigen Monaten zu verheiraten? Wir haben viele Sachen jetzt da, die kennen wir bei uns auf dem Kanal sowieso. Wir haben einen Mike mit einem wirklich ziemlichen, darf man glaube ich sagen, einen sehr problematischen Liebeschip. Wenn ich jetzt mal, also ich kenne jetzt nicht alle seine Ex-Freundinnen, aber allein Elena Miras und Kim Virginia haben wir so gewisse Ähnlichkeiten, sage ich mal. Und können uns, glaube ich, einigen, dass das sehr volatile, dysfunktionale Beziehungen waren oder zumindest teilweise die, die da scheinbar geführt haben. Und man sieht so einen gewissen, könnte einen gewissen Liebeschip, also Beuteschema bei ihm sehen. Und Layla scheint da ja jetzt durchaus ein bisschen rauszufallen. Und was auch ganz spannend ist, dass die sich ja, also sie wollte ja ihn so im Dschungel, das hat man ja auch so gemerkt. Und dann wollte er irgendwie nicht. Und jetzt sind sie aber zusammen. Und jetzt hat ja der Jochen gesagt, und das finde ich auch sehr spannend eigentlich, dass er eigentlich verliebter wirkt als sie. Ne? Und das ist ja erstmal so das Erste, dass sie ja schon, ich will jetzt nicht vorwerfen, das ist wirklich eine absolute Stresssituation, aber Promi Big Brother und dann noch mit der Elena. Aber trotzdem kann man ja sehen, ja, dass sie auch ganz schön angeschlagen war und ein paar Mal die Beziehung in Frage gestellt hat, so, ne? Und da wollen wir natürlich jetzt mal nicht hoffen, dass er meint, weil er sich vielleicht gerade so verliebt ist, sei ihm gegönnt, die Beziehung jetzt stabilisieren zu wollen durch eine Heirat, weil das funktioniert nicht. Das kann ich mal definitiv sagen. Wenn ihr irgendwie eine Idee habt, durch Kinder, Heirat oder Haus bauen, eine wackelige Beziehung zu stabilisieren, funktioniert nicht. Also selbst wenn man dann vielleicht länger zusammenbleibt als ohne, wird man diese Volatilität nicht abbauen können. So, ne? Also entweder es passt bei denen oder es passt nicht. Aber eine Verlobung oder eine Heirat macht das jetzt in keinem Fall besser, beziehungsweise wird er sogar. Das ist ja auch ein bisschen gemeint von unserer Psyche, wenn man so laut so ein Ja rausschreit, wir heiraten jetzt, dann ist unsere Psyche häufig so, dass sie alle Neins erkundet. Das heißt, wenn die Beziehung wirklich instabil sein sollte, was man jetzt nicht gesehen hat, kann das sogar dem Ganzen noch so einen Stoß geben. Aber gut, da gehen wir jetzt mal nicht von aus. Aber ist das denn eine gute Idee, so, wenn man jetzt hochproblematische Beziehungen vorher hatte, offensichtlich? Gehen wir davon aus, sehr verliebt ist, es ist eine gute Idee, nach ein paar Monaten zu heiraten. Also, was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Früher hat es das natürlich häufiger gegeben. Ich würde wetten, dass jeder von euch jetzt bewusst oder unbewusst jemanden kennt, die eine ganz kurze Datingphase hatten, also jetzt im Bereich unserer Eltern, sag ich mal, und dann sofort geheiratet haben. Das waren natürlich andere Zeiten. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es nie gut geht. Ne? Du kannst jemanden nach einer Woche heiraten und ich kenne Leute oder habe von denen gehört zumindest, die haben nach einer Woche geheiratet und nach einem Monat immer zusammengeblieben. So, ne? Also, aber auf so ein Setting haben wir natürlich mit Sicherheit nicht bei so Reality-Stars, die sowieso alle 3 Monate eine neue Beziehung haben und vor allen Dingen, wenn er das jetzt weitermacht, kriegt er zwar eine tolle Show von Sat.1, aber er kann nicht mehr zu prominent getrennt. Die können ja diesen ganzen
Lifecycle, den die da haben, können die ja nicht weitermachen. Ne? Er kann nicht mehr zu Bachelor in Paradise oder der Bachelor oder ich weiß nicht, was es alles gibt. Love Island ist alles vorbei. Ne? Also da ist schon mal Feierabend. Was da für viele so ganz wichtig zu sein scheint. Und ja, genau, also wir wissen ja, kennt ihr vielleicht von meinen sonstigen Videos, gerade wenn du so ein bisschen problematischen Liebeship hast, neigst du natürlich manchmal zu einer sehr heftigen Verliebtheitsphase. Und die kann natürlich leicht dazu führen, dass man denkt, also am Anfang sind wir ja unter diesem Einfluss dieser ganzen Hormone, dass man denkt, ja, es ist eine super Idee, wenn wir jetzt heiraten. Aber das ist leider ein Symptom, wie gesagt, ich habe überhaupt keine Anhaltspunkte jetzt, dass sich das bei denen negativ entwickelt, aber oder wenig, aber es ist halt ein Zeichen dieser volatilen Beziehung am Anfang, ist halt häufig das Tempo, ne? Ist das Tempo. Und auch, wir wissen ja diesen Spruch, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche, die, und dieses, ich will jetzt nicht sagen Lovebombing, das kann man eigentlich nicht sehen, aber dieses sind eigentlich so Fast-Forwarding, dieses schnelle Durchgehen durch diese Station, was man da auch macht, ne? Es ist irgendwie menschlich. Und dann ist ja auch noch hier Kinderplanung und so. Wie gesagt, das ist alles total menschlich. Und die Natur hat das auch ein bisschen so eingerichtet, sagen wir mal ganz ehrlich. So zack, 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 zusammen Kinder machen und dann nach mir die Sinnflut so ungefähr. Der Rest kommt dann schon irgendwie. Aber jetzt muss man ehrlich sagen, eigentlich ist das keine gute Idee, weil eigentlich sage ich immer, mindestens ein Jahr warten. Warum? Wir haben die berühmte, also bei mir zumindest berühmte 100-Tage- und die 200-Tage-Grenze. Ne? Nach der 100-Tage-Grenze zeigen sich so grobe Inkompatibilitäten, so, ne? Also so grobe Sachen, die nicht funktionieren. Und die zeigen sich sehr deutlich genau ab 3 Monaten. Es kann sein, dass es die ersten 3 Monate, der Himmel hängt voller Geigen. Und ich höre das immer wieder, gerade so aus problematischen Beziehungen, dass exakt nach 3 Monaten passiert irgendein Riesenscheiß, so, ne? Gut, ich kümmere mir jetzt nicht ganz genau die Zahlen im Kopf, vielleicht sind sie da schon drüber raus. Dann haben wir die 200-Tage-Grenze. Da zeigen sich so Unterschiede im Bindungsverhalten. Also selbst wenn du so grob zurechtkommst, haben wir eigentlich ziemlich genau nach 6-7 Monaten geht so diese erste Verliebtheit weg. So, da musst du die Beziehung in so eine echte Liebe überführen. Und da fehlt halt so dieser Anfangsschub, ne? Dann muss die Rakete von selber weiterfliegen, so, und da fehlt dieser Booster vom Anfang. Und da treten häufig, ja, wenn du irgendwie ein Problem hast mit, weiß nicht, Dopaminabhängigkeit oder Dramaabhängigkeit oder Bindungsangst, wird sich dann zeigen, so, ne? Und dann vielleicht noch ein paar Monate gucken und wirklich mal so ein Jahr durchlaufen lassen. Wie funktioniert das mit Weihnachten, Eltern, was weiß ich? Da wären wir bei mindestens ein Jahr, wahrscheinlich wären besser 2 Jahre sicherlich noch besser, aber gut, Verlobung bis zur Hochzeit ist aber immer noch ein Jahr. Also insofern eigentlich keine gute Idee, aber das ist natürlich kein 100% Indikator. Ich weiß auch nicht, ob das eine gute Idee ist, sich bei Promi Big Brother wirklich. Also jetzt kommen wir mal da drauf. Selbst wenn er das wirklich eine gute Idee findet, so will man wirklich mit so, ich sag's jetzt mal, so Plastikringen von RTL, wirklich, ich meine, ich weiß, wie das von außen aussieht. Ich war doch auch mal dieser Container mit so einem ekelhaften roten Herz irgendwie so in so einer, weiß ich, in so einer Studioumgebung seiner Frau einen Antrag machen, ey. Ist ja unmöglich, fast unmöglich Nein zu sagen für sie, ne? Also kann sie natürlich, aber also was mich wundert, weil ich fand ihn wirklich sehr geerdet, die ganze Show. Mich wundert, dass er das gemacht hat. Mich wundert, dass er nicht gesagt hat, ey, ganz ehrlich, also nicht hier. Nicht hier, oder sonst lege ich mir noch 50.000 Euro drauf. Keine Ahnung, aber sonst nicht hier, so, ne? Aber wie gesagt, kommen wir zurück zum Anfang. Vielleicht wissen wir auch Sachen nicht, ne? Vielleicht wollte das wirklich, aber dann ist auch trotzdem vielleicht nicht die beste Idee. Aber gut, wir wissen natürlich, manchmal sind Sachen, manchmal schaltet man Sachen aus dem Bauch raus und manchmal sind Sachen keine gute Idee und sie gehen trotzdem gut aus. Also von daher, wirklich, das kann ich wirklich sagen, dass ich dem wirklich nur das Beste wünsche. Aber es ist, wenn man so, was ich immer sehr empfehle, so ein bisschen, auch so ein kleines bisschen rational datet und auf dem Boden bleibt, sagt man sich vielleicht, warten wir mal lieber ein bisschen. Oder wie seht ihr das? Macht gern, hier lasst mir noch gern ein Abo da, ihr kennt den Drill, oder könnt meinen Kanal auch unterstützen durch Likes oder Dislikes oder
Videos weiterteilen oder hier so ein, was weiß ich, 1-Euro-Sache hinterlassen oder einen Kommentar mit mehr als 7 Wörtern. Weil, wollte euch auch nochmal bedanken an dieser Stelle, weil ihr habt richtig abgerissen hier, wieder eine krassen Steigerung gehabt hier die letzten Wochen. Und das wollen wir jetzt auch mal so durchziehen, dass wir hier mal zack, 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 50.000 Abonnenten kommen. Weil wenn wir das jetzt so vor Weihnachten noch hinkriegen, dann werde ich mal richtig einen raushauen hier. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.